super schön, meine ganzen Jungs zu sehen, die ganzen Mechaniker, meine Ingenieure aus dem letzten Jahr, aus den letzten Jahren, muss man sagen. Und es war echt toll, hier reinzukommen. Und da habe ich mich wirklich schon den ganzen Winter drauf gefreut, mal wieder Hallo zu sagen. Und es ist so wie heim, wie nach Hause kommen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ins Fahrerlager vorne rein und habe schon direkt viele bekannte Gesichter gesehen. Und es ist natürlich super schön. Ist ja auch ein Teil meines Lebens, die DTM. Das weiß ich noch ganz genau, es war von Bernd Schneider, meinem Idol. Und mit dem Bernd bin ich dann 20 Jahre danach ins Spa gefahren, habe die 24 Stunden gewonnen für Mercedes AMG. Was für mich ein ganz besonderes Erlebnis war, mit meinem Idol von damals wirklich 20 Jahre später auf dem Auto zu fahren. Und ich weiß noch ganz genau, der Bernd hat unterschrieben für Max, alles Gute, und das habe ich heute noch bei mir zu Hause. Genau, das war am Norrisring 94, das weiß ich noch ganz genau. Mit meinem Dad war ich damals unterwegs, und ab diesem Zeitpunkt war das für mich ja, durch das Thema. Das heißt, es war für mich immer ganz klar, wo ich angefangen habe damals im Kartsport, dass das Ziel entweder die Formel 1 oder die DTM sein muss. Und ja, vor 2 Jahren habe ich es geschafft, mitzufahren. Und das ist natürlich so ein Weg zu planen und immer dran zu arbeiten, jeden Tag dafür alles zu geben und dann irgendwann da drin zu sitzen. Das war natürlich und ist was ganz Tolles. Das ist, glaube ich, wie wenn man ins Weltall fliegt. Man kann es schlecht beschreiben. Man hat alles ist auf dich abgestimmt. Der Sitz, die Pedale, das Lenkrad, jeder Knopf ist an seiner Stelle, wo ich das als Fahrer will. Und die Kupplung, der Spielraum der Kupplung, der Schleifpunkt, alles ist wirklich so extrem gut abgestimmt. Und die Gänsehaut, wenn der Motor angeht, die Vibration am Lenkrad, in den Pedalen, das ist einfach mega. Und wenn man dann aus der Box rausfährt, den Speedlimiter-Knopf drückt und dann auf einmal das Auto losschießt, das ist unvergleichbar. Und ja, man kann es als Fan auch von außen sehen. Ja? Wir schmeißen Flammen vom Auspuff raus, hautnahe Kontakte mit den anderen Fahrzeugen, die Funken fliegen, und das wollen die Fans sehen. Und das ist natürlich auch für uns, wenn man im Auto sitzt, kriegt man das teilweise mit, und es ist Gänsehaut pur.